Moin moin miteinander und willkommen zu Neverwinter. Heute wieder einmal mit einer Foundry, und zwar von Dawn 70. Der hat ja auch schon Finster gemacht. Und jetzt machen wir die Foundry verloren. Wo müssen wir dann denn hin überhaupt? Erkundigen. Ah, wir müssen in die Taverne. Ja, Taverne hört sich immer gut an. Gibt es die neuesten Gerüchte und ab und zu auch mal ein kühles, alkoholfreies Getränk. So, und schwupps. Da sind wir auch schon. Taverne Treibholz. So, dann wollen wir mal gucken, wer hat denn hier Informationen für uns? Bardame. Okay, die hören natürlich immer viel. Oh, hallo Drakon. Schön, dass du dich mal wieder sehen lässt. Ich grüße dich, holde Schankmaid. Leandra hat mich gebeten, dir zu sagen, dass du sie noch einmal besuchen kommen sollst. Nun, ich habe gerade nichts anderes vor. Sehr gut. Es scheint, als ob sie dir etwas Wichtiges mitteilen möchte. Warum hat die gerade gelacht? Na gut. Gut. Woher kennst du eigentlich Leandra? Sie lächelt dich freundlich an. Sie ist meine große Schwester. Oh, das habe ich nicht gewusst. Wie ist eigentlich dein Name? Mein Name ist Mira. Nun gut, Mira. Ich werde mich auf den Weg machen. So, also Mira sagt, dass wir zu Leandra sollen. Okay. Wo ist denn Leandra? Ist die hier drin irgendwo? Vielleicht im Keller? Nö, ne? Moment, da hinten ist irgendwas. Und weiter. Na gut, und weiter. So, wo sind wir denn hier? Es sieht wieder mal finster aus. So, besuche Leandra. Was ist denn hier los gerade? Ein Dämon. Und, eine Katze? Drücken, um mit Tiggy zu sprechen. Na gut. Ich vermute mal, Thea hier wird dann übersetzt, ne? V, grrr. Ganz ruhig, Tiggy. Charlia. Cool gemacht. Wer bist du und was willst du hier? Das Wesen, welches vorher eine Katze war, blickt dich misstrauisch an. Sprich schnell, oder du wirst bald den Antlitz deines Gottes gegenüberstehen. Langsam, junge Elfe, wage es nicht mir zu drohen. Verschwende nicht meine Zeit, ich muss Mutter retten. Die Frau wird immer wütender. Sag mir, wer du bist, oder verschwinde schnell. Wenn du dir die Frau nicht zum Feinde machen möchtest, solltest du besser einlenken. Stirb, du Unhold! Ich habe dich und deine Schwester einst gerettet. Genau. Du musst mich hier nicht drohen. Plong. So, verehrte Elfe, dann sprich, geschwind. Es ist alles so schrecklich.
Warst du, ich meine, bist du Tiggy? Mein Name ist Shalea. Mutter nannte mich aber in anderen Wesensformen lieber T. Sie bemerkt einen immer noch verblüfften Gesichtsausdruck. Ich kann mich in vielerlei Gestalten verwandeln, aber am liebsten ist mir die Katze. Ein kurzes Lächeln huscht ihr über das Gesicht. Warum hat Leandra mir nie davon erzählt? Mutter wollte dich heute in viele ihrer Geheimnisse einbauen. Aber dann geschah das dort. Was ist passiert? Mutter wollte ihrer Arbeit auf dem Acker nachgehen, als plötzlich das Wesen erschienen ist. Sie blickt wieder hasserfüllt hinüber. Das Höllenvieh hat eine Barriere errichtet und scheint sich nun an Mutters Lebensenergie zu laben. Voller Hoffnung schaut sie dir in die Augen. Du musst mir helfen, Mutter zu befreien. Was können wir tun? Vielleicht kannst du mit deinen Fertigkeiten die Barriere zerstören. Versuche es mal mit Magie oder einer Waffe. Ich denke nicht, dass das geht, aber ich werde mein Bestes geben. So, okay, dann müssen wir Barriere F drücken und versuchen, die Barriere zu zerstören. Bums. Oh, oh, oh. Anzündeln. Nix hier anzündeln. Wow. Cool gemacht, muss ich sagen. Cool gemacht. Ich sehe gerade... ich möchte hier etwas ändern. Na? Komm schon. So. Okay. Seelenpein. Dann erzähl mal Seelenpein. Zu spät! Mit einem lauten Knall und einer blendenden Leuchten verschwindet das Wesen. Hehehe. Leider ist nicht nur das Wesen fort. Keine Spur mehr von Leandra. Bei allen guten Göttern! Was tun wir jetzt? Was tun... Wieso bin ich verletzt? So. Shalea. Oh nein! Shalea weint vor Trauer und Wut. Wir haben Mutter verloren. Es tut mir leid, Shalea. Er ist dafür verantwortlich. Er hat Mutter das angetan. Shalea bebt vor Wut und du glaubst einen Moment lang ein rotes Glühen in ihren Augen zu sehen. Was meinst du? Brachion Ul Atreon, der Flammenfürst. Dieser Erzdämon hat schon öfters versucht, uns über die Höllenringe zu verlassen. Was meinst du mit über uns? Ich meinte mich, meine zwei Schwestern und Mutter. Erinnerst du dich nicht mehr? Doch, natürlich. Nein, erzähl nochmal, was passiert ist. Das erste Mal hast du uns gerettet, als wir uns nur in Katzengestalt bewegen konnten. Meine Schwestern und ich sind von einer Horde Goblins, Orks und Oger entführt worden. Al-Utreon hat den Häuptling der Rotte wohl mit Versprechen und Belohnungen verführt. Falls du dieses Abenteuer noch nicht gespielt hast, kannst du es gerne nachholen. Zu finden unter Entführt. Ausrufezeichen. Okay, also das ist so quasi die Fortsetzung, ne? Von Entführt. Aha, und warum habt ihr euch nicht verwandelt? Das war uns selber ein Rätsel, aber Mutter meinte, es würde an der Präsenz des Flammenfürsten liegen. Merkwürdig. Nun aber genug der Worte. Wir müssen rasch handeln. Was kann ich tun? Wir benötigen etwas, was aus der anderen Welt stammt. Blut, Knochen, eine Waffe oder sonst was, man von diesen Bestien habhaft werden kann. Endlich kehrt wieder Hoffnung in Shalea zurück. Irgendwie muss der Seelenpein hierher gelangt sein. Suche nach einem Riss im Bogen. Vielleicht sind daraus noch mehr Wesen aus dem Höllenring entwichen. Finde etwas und ich kann dir ein Portal öffnen. Na, da kümmern wir uns doch drum. Was? Brennt den Heretiker? Hallo! Henry! Henriette! Ach, wie süß! Es ist immer echt dunkel. Na, was heißt immer? Es ist echt dunkel auf dieser Karte, genau wie bei Finster. Aber... in der Nacht ist es halt dunkel, ne?
Hier ist ein Riss im Boden. Pulsierender Riss außer Sicht. F drücken. So. Upsala. Was sind das denn für Viecher? Flammendiener. Ein Heiltrank und interagieren. Schädel. Nehmen wir mit. So. Ist doch noch was. Also, angeblich sind auf diesen Karten auch noch Sachen versteckt. Helferlein und Monsterlein. Grrr. Nun was gefunden. Abgeschlossen. Ach. Echt, echt versteckt, die Viecher, ne? Hand des Flammenfürsten. Schwupps. Nicht so einfach. Eine coole Rüstung hatte der, ne? Schaut mal. Klinge aus den Ebenen. Sehr schön. Klinge aus den Ebenen. Okay, dann kann sie jetzt ein Portal eröffnen, aber es hieß ja, man kann ruhig mal ein bisschen hier gucken und vielleicht findet man was. Was ist das hier? Nix. Irgendwelche Lichter. Hier ist wieder... Okay, hier sind böse, böse Monster. Aber ich will ja auch noch irgendwie Helfer oder sowas finden. Soll es auch geben. Aber halt versteckt. Hier sind wieder Lichter, die mich in eine Grube locken. Ich orientiere mich jetzt eigentlich nur an der Karte rechts oben. Ich denke mal, hier ist nämlich nichts eingezeichnet. Nö. Ist nicht. Das ist eine verdammt große Karte. Na gut, okay. Wir machen einmal noch so einen kleinen Rundgang und wenn wir nichts finden, finden wir nichts. Und wenn wir was finden, dann freuen wir uns. So, das Häuschen hier kennen wir doch, ne? Hier war ja das allererste Treffen. So, Henriette. Können wir mit denen sprechen? Nö, ne? Keine verzauberten Schweinchen. So, hier gucke ich mir nochmal ein bisschen das an und das war's dann aber auch schon. Ich will das Ganze ja nicht überstrapazieren. Na gut, Helferlein haben wir nicht gefunden, aber wer weiß, was kommt. So, Charlea. Hast du etwas gefunden? Ja, diesen Dolch hier. Sehr gut. Nun kann ich versuchen, den Riss erneut zu öffnen. Wenn das nur gut geht.
Portal ist beschworen. Sprechen wir nochmal mit ihr. Charlea schneidet sich mit einem Dolch leicht in den Finger. Dann beginnt sie mit einer die unbekannten Sprache etwas aufzusagen. Murmel, murmel. Ein Tropfen Blut fällt von der Schneide in den Riss und dieser beginnt sich zu öffnen. Viel Glück uns. Uns? Na gut, und hinab. So, jetzt sind wir angekommen, irgendwie in irgendeiner anderen Dimension, im Maul eines Drachen. So scheint es auszusehen. Ja, und was wir hier erleben, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.